Hallo Leute, heute ein Video vom Golf 4. Der hat ja nicht wie die A-Klasse so schöne Gummipuffer. Den möchte ich jetzt hinten mal komplett hochheben, die Hinterachse, und mich dann darunter begeben. Wie machen wir das? Weil wir haben ja nur die Möglichkeit, hier unten am Wagenheberaufnahmepunkt, der befindet sich hier oben, ja, da wo diese Markierungen hier sind, kann man den ja nur hochheben. So, wenn ich den jetzt aber da hochhebe und dann irgendwelche Stützkörper oder Kreuzstapel drunter legen will, ja, wo mache ich das? An der gleichen Stelle kann ich das ja nicht. Ich mache das gerne so, dass ich das dann unterm Federteller mache, an der Hinterachse. Dann müssen wir hier das Hinterrad wegmachen und dann können wir hier unten den Federteller unterbauen. Schön mit Gummis, der nimmt ja auch normalerweise die Last auf. Und da möchte ich jetzt eben hier links und auf der rechten Seite einen Kreuzstapel drunter machen. Und dann schauen wir uns das mal an. Dann können wir da sicher drunter gehen. Jetzt lösen wir erstmal hier das linke Rad ein bisschen und auch das rechte Rad, solange das Ganze noch auf dem Boden steht. Und dann schauen wir mal weiter, dass wir den Kreuzstapel drunter bringen können. Mal checken, ob alles passt. Ich zeige es euch nochmal. Ja, so sieht es jetzt aus. That it looks like, yeah.